Ein Student verfügt über 12.000 Euro bei 1,75% Jahreszinsen. Um sein Studium zu finanzieren, hebt er nach jedem Jahr 2.000 Euro ab. Frage: Welchen Betrag besitzt er noch nach seinem fünfjährigen Studium? Da es sich hier um Jahresrenten handelt, dürfen wir diese Formel einsetzen, aber Vorsicht, hier steht ein Minus. Es sind Jahresrenten und keine Jahresraten. Aber vorher schreiben wir alles auf, was angegeben wird. Angegeben wird das Startkapital, das sind diese 12.000 Euro. Da der Prozentsatz bei 1,75 liegt, ist klein p 1,75. Die Rente beträgt 2.000 Euro, also groß R ist 2.000 Euro. Und da das Studium 5 Jahre dauert, ist die Anzahl Jahre klein n gleich 5. Gefragt wird das Restkapital nach 5 Jahren. Zuerst berechnen wir den Zinsfaktor Q. Der ist gleich zu 1 plus p Prozent, also ersetzen wir in dieser Formel klein p durch 1,75. 1,75 geteilt durch 100, das macht 0,0175, plus 1, das macht 1,0175. Wenn wir in dieser Formel C0 ersetzen durch 12.000, Q da, da und da ersetzen durch 1,0175, wenn wir N da und da ersetzen durch 5 und auch noch R da ersetzen durch 2000, so stoßen wir auf diese Rechnung. Wir werden sie dem Taschenrechner eingeben, also 12.000 mal 1,0175 hoch 5. Jetzt einmal Kursortaste nach rechts, um die Hochzahl zu verlassen. So. Dann minus 2000 mal Bruchstrich. Der Zähler ist 1,0175 hoch 5. Jetzt nochmal einmal Kursortaste nach rechts, um die Hochzahl zu verlassen. Minus 1. Um zum Nenner zu gelangen, einmal Kursortaste nach unten und der Nenner ist 1,0175 minus 1. Ist, der Taschenrechner findet 2,731,22. Diese Antwort übertragen wir hierhin und vergessen natürlich nicht, sie in Euro auszudrücken. Also, nach dem fünfjährigen Studium bleiben von den 12.000 Euro nur noch 2.731,22 Euro übrig. Und die Aufgabe ist beendet.